So. Sehr schön. What the fuck ist hier wieder los? Aha, aha, aha. Viel zu viel. Moment, das ist Chapter 6. Yep. Sektor 6. Das ist glaube ich treffender. Zumindest im Englischen ist es Sektor. So, dann haben wir hier wieder bloß. No. Na egal. Hier wieder los zum Homuncoli. Und so weiter. Ach, da würde sich aber freuen, wenn ich die benutze. Hier macht die wenigstens Sinn. Ich bin mal gespannt, ob er nach Eventende die Crafting Essenzen halt immer noch drin hat. So traum würde es ihm. Schlimm ist, kann man das schon als Vocal bezeichnen, was ich da jetzt gerade im Hintergrund höre? Eigentlich ja schon, fast, aber das versteht doch kein Mensch. Ist halt, das hat auch Victory, wenn ich so recht irgendwie dann sind. Lol. Ich suche gerade eigentlich einen bestimmten Kampf aus einem Chapter. Aber irgendwie ist er quasi nicht vorhanden. Oder den hätten wir schon, haben wir schon hinter uns. Natürlich den. Haben wir schon hinter uns? Gut. Ja, ja, da. Ja, war quasi direkt vom Chapter 4 noch. Hoppala. Jetzt müssen wir überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 14, 19, 23, 27, 30, 33 Euros noch. Hört man wahrscheinlich voll, wenn ich an meinem Headset rumfummel, sag ich mal. Die Vocals sind zickig. Man hört man es nicht, wenn man den Kopf bewegt. Bei alten beschissenen Headsets passiert das ja auch noch. Du bewegst einmal den Kopf ganz leicht, so ein Millimeter nach rechts, weil man hast du fest Rauschen. Alter. Die Steinzeit-Mikrofone. Diese ewig andauernden Cutscene Zwischensequenzen oder was weiß ich. Hm.
Möglicherweise muss ich das Rendern nicht mehr heute machen. Ist auch ein guter Vergleich, warum zum Fick man mittlerweile schon Charaktere haben sollte, die relativ hohes Level haben, weil sonst können solche Kämpfe einfach mal hart ewig. Also hier ist, wird man sowieso die einen anderen Charaktere haben, die halt auf zumindest auf Level 90 sind, sag ich mal. Im allerschlimmsten Fall 70. Wenn nur Charaktere zu haben, die tiefer sind, sollte eigentlich nicht sein. Und wenn doch, machen wir irgendwas falsch. Ich glaube, das sind die, das nicht okay war. Lieder, bin ich echt ein bisschen unschlüssig, wie gut die waren oder wie okay die waren wohl eher. Bei den meisten Liedern eigentlich. Entweder wird überhaupt nichts gesagt, was Copyright-Probleme betrifft, oder aber die verlangen einfach bloß quasi eine Demonetarisierung, dass die halt die Kohle kriegen. Was bei meinen YouTube-Einnahmen unterm Strich 0 meinetwegen komplett okay ist. Wenn die, meinetwegen könnten sie vor Werbung schalten, ran irgendwo, wenn hier irgendwo Werbung läuft, das ist nicht meine. Möchte ich gleich an der Stelle mal anmerken. Ich kann keine Werbung schalten. Aber wenn man die Musik dafür ohne weiteres benutzen darf, ja, wieso nicht? Hat Vorteile. Nicht so wie damals, wo du quasi weggestrikt wurdest, wo du so ziemlich, wenn du einfach ein Video benutzt hattest, wenn du Pech hattest, wohlgemerkt. Es gibt halt massenhaft Charaktere, die wieder, massenhaft Leute, die wieder hochladen ohne weiteres. Und dann gibt es Leute, die einfach dafür weggestrikt werden, ohne dass sie. Die Dinge einfach bloß als, ja, nimm das mal vermarkten hochladen, sondern einfach nur im Hintergrund von einem Video, wo doch noch einfach drüber gelabert wird, was die ja sowieso komplett useless machen. Also auch useless für andere. Ja, ist immer wieder witzig. Genau, damit habe ich gerechnet. Wie kurz er das Ding nie platt gekriegt. Ui. Letztens waren, also von der Woche wahrscheinlich. Wahrscheinlich war noch ein bisschen länger her. Für euch. Oder dich. Mehr so euch, sag ich mal. Da würde ich wahrscheinlich sogar das ein oder andere Mal auf das Stream, wenn mir das Spiel dazu einfällt. Da bin ich viel mit dem Tabletop-Simulator beschäftigt. Da ja, lohnt sich nur zu streamen, wenn alle Beteiligten das Spiel nicht in die Länge ziehen. Das ist aktuell halt nicht so der Fall.
noch so Pen and Paper oder so, weil ich hier gefunden habe, auf dem Server nicht auf dem Channel nicht bringen. Falls nicht aktuell. Irgendwann, vielleicht. Komm, wird mir ein bisschen komisch vorkommen dann. Zumal, wenn man sowas macht, muss man sowas auch weitermachen, sonst ist das ein bisschen doof. Und genau das ist das Problem bei allen Beteiligten. Ob die das noch weitermachen dann. Nee. Und anderes, was wir haben, ja, auf Tabletop zocken wir halt meistens Karten. Bietet sich halt an. Sowas wie gerade bei der U kann man halt in Tonne treten. Das ist billig und schlecht gemacht. Da lohnt sich was wie Tabletop, wo man quasi die eigene Sachen erstellen kann auch. Muss ich vorsichtig sein, ich habe auch das Backlight ausstellen. Aber das sind die besser nachkommen, das wird hundertprozentig weg ist, weil. Also, bis halt das nicht dabei. Da gibt es hundertprozentig Probleme. Ist halt meistens der Fall, wenn es irgendwo Voice Acting gibt. Schon wieder 17:30 etwa. Was habe ich jetzt aufgenommen? Wieso zum Viertel lebst du noch? Mensch. Okay, das müsste das dritte sein. Gut, ich kann ihn mal austauschen. Mal gucken, ich hoffe, die Katze ist nicht zu lang. Eigentlich, der kommt hier nach noch. Und wenn das dann abgeschlossen wird, haben wir schon wieder zwei Chapter, sind wir schon wieder zwei Chapter weiter. Also, ich peile mal lieber einen, ich werde mal groß über den Daumen peilen. Wir sind jetzt bei. Bei welchem Chapter sind wir eigentlich? Solange ich das jetzt erstmal was aufgenommen habe. Bei welchem Folge? Knapp bald die 100. Also, zumindest die 100 Main Chapter. Was? Ja, doch, die müsste ich bald knacken. Nein, dafür gibt es nichts irgendwie was Besonderes. Bei 1000 Folgen können wir nochmal drüber nachdenken. Oder bei 666, einfach nur das Prinzip.
Oh Mann. Und ja, nicht so lange. Gut. Modus ist perfekt. Dann mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein und bis morgen.